Liebe Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid, um gemeinsam mit mir was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigen wir einen schlanken Milchkarton, ein Stück Küchenpapier, Tesafilm, Kleber, einen Tacker, eine Bastelschere, einen kleinen dünnen Stift, verschiedene bunte Filze und zweimal weißes Papier. Ja, aber bevor es überhaupt losgeht, möchte ich euch natürlich zeigen, was wir heute gemeinsam basteln wollen. Ich habe euch heute ein Küken mitgebracht, was direkt aus seinem Ei geschlüpft ist. Und hier siehst du es, wie es rausgeschlüpft ist und noch direkt die Eierschale auf seinem Kopf hat. Und das sieht natürlich aus, als ob es einen Hut auf hat. Und hier siehst du rundherum, wie es in seinem Ei noch sitzt. Ja, und wenn es fertig gebastelt ist, kannst du das natürlich als Osternest gut nutzen. Na dann, wollen wir doch einfach mal loslegen. Als erstes nehmen wir unseren Milchkarton und öffnen ihn hier oben. Ziehen die Laschen auseinander. So. Und schneiden jetzt den oberen Teil bitte ab. Den brauchen wir nicht mehr. Einfach die Schere nehmen und rundherum alles abschneiden. So, einmal rundherum. So. Dann müssen wir jetzt den restlichen Karton mit weißem Papier umkleben. Dafür nehmen wir uns das Papier, legen unseren Milchkarton hierauf aufs Papier, nehmen unser Tesafilm und fixieren erstmal unser Papier fest, damit es uns nicht wegrutscht. Einfach Tesafilm nehmen, bisschen Tesaband drauf machen, so, noch ein Stück, so. Dann nehmen wir unseren Kleber, drehen den Karton zurück und müssen jetzt alles mit Kleber bekleben und rundherum das Papier, dass das Papier daran gut haften kann. So, einfach so machen. Schön drehen, schön randrücken und das gleiche nochmal weitermachen. Wieder schön Kleber drauf machen und wieder schön drehen, drücken, Kleber wieder drauf machen und wieder schön raufdrehen und drücken. Wieder Kleber nehmen, so, und wieder schön raufdrücken und noch das letzte Stück auch noch schön drauf machen. So, dann einfach schön alles festdrücken. So, dann haben wir hier noch ein bisschen überschüssiges Papier, das schneiden wir einfach ab, indem wir erstmal so in den Ecken reinschneiden und dann können wir bequem alles weitere hier oben abschneiden. So, einfach schön abschneiden. So, und dann sind wir schon einmal rundherum schön. So, jetzt müssen wir unseren Karton etwas aufschneiden, damit wir ihn weiter gestalten können. Also, wir nehmen wieder unsere Schere und müssen jetzt hier ein Stück an der Kante runterschneiden, ungefähr bis hier. Also, die Schere nehmen und runterschneiden, so ungefähr. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. So, ungefähr so. Dann schneiden wir dieses Stück direkt ab. Das brauchen wir für später nochmal. Das legen wir uns zur Seite. So, dann sieht unser Karton so aus. Heute müssen wir mal hier an dieser Seite arbeiten und ungefähr die Hälfte davon, ungefähr so gucken, dass wir die Hälfte haben und einfach die Schere ansetzen und runterschneiden. So, so ungefähr bis dahin, wo wir ja sowieso schon geschnitten haben. So, und dann nehmen wir unsere Schere und schneiden hier direkt auch nochmal das runter. So, und jetzt haben wir das so aufgeschnitten. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Wir nehmen wieder ungefähr die Mitte, setzen unsere Schere an und schneiden einfach runter. So, und dann gehen wir hier zu dieser
Kante und schneiden auch einfach runter. So. Und dann sieht unser Karton so aus. So. Dann haben wir ja hier so ein langes Stück. Und da knicken wir mal die kurzen Stücke so runter, dass es so aussieht. Und diese Enden schneiden wir jetzt einfach mal ab. Die brauchen wir auch für später. Einfach mal zur Seite legen. Auf beiden Seiten abschneiden. Und jetzt sieht unser Karton so aus. Jetzt müssen wir an der Seite arbeiten, wo wir hier schon ein Stück abgeschnitten haben. An der kurzen Seite des Kartons müssen wir jetzt arbeiten. Und zwar müssen wir jetzt an dem Ei arbeiten. Als erstes werden wir uns jetzt 3 Zacken aufzeichnen. Wir nehmen uns einen Stift, ich lege den mal so nach vorne und dann zeichnen wir uns einfach mal 3 Zacken schön auf. So, einfach mal nehmen und 3 Zacken machen. 1, 2 und 3. So, ungefähr so 3 Zacken, je nachdem in welcher Größe man die gerne möchte. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt müssen wir nämlich hier an der Seite weiterarbeiten, damit es so wie ein Ei aussieht. So, das heißt, wir drehen es jetzt hier um und müssen jetzt in diesem Teil weiterarbeiten. So, und zwar müssen wir jetzt, hier haben wir ja sozusagen die Endpunkte und von dort aus müssen wir weiterarbeiten und müssen jetzt auch so ein bisschen halb hochziehen, so ein bisschen so wie so eine Eiform und müssen jetzt den Zacken ein bisschen höher malen. So habe ich den gemalt und dann einfach zurück den Zacken, so, einfach zurück, so und ein bisschen so zurück, weil hier unten ja die Eiform weitergeht. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Hier haben wir wieder den Punkt, dann gehen wir hier wieder so ein bisschen schräg hoch, so halb hoch. Machen einfach hier so einen Zacken und gehen einfach so ein bisschen zurück. Müssen nachher mal gucken, dass es mit der Eiform hinhaut. So, und wenn wir das so haben, dann müssen wir erstmal ausschneiden. Und zwar können wir hier schon mal so ein Stück uns einfach abschneiden. So, weil das brauchen wir nicht mehr. So, und dann schneiden wir einfach mal unsere Zacken hier auf. So, zick und zack. So. Dann hier den Zacken. Und hier den Zacken. Und dann schneiden wir jetzt einfach mal bis hier so hoch. Einmal. Und hier wieder runter. So ein bisschen halb. Ja, so ein bisschen halb wird es geschnitten. So, hier nochmal ansetzen. So, und dann muss hier auch nochmal geschnitten werden. Auch nochmal so halb. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel wir aufschneiden müssen. Bis hier unten. Weil wir das ja so hochklappen müssen. Ja. Also, hier so nehmen. Und weiterschneiden, bis wir es knicken können. So. So, ich muss hier noch ein bisschen aufschneiden. Ist ein bisschen härter bei mir hier. So. Und dann können wir natürlich noch ein bisschen nachschneiden, damit es auch wirklich zackig aussieht. So, damit wir die Eiform haben. So. Und dann haben wir sozusagen schon mal die Eiform, wo unser Küken reinkommt. Und dann können wir hier unten gleich mal unser Ei weiter malen. Die Eiform, die wir haben. Ja, nehmen wir einfach so und malen unser Ei so weiter. Ungefähr die Eiform. So. So ist unsere Eiform.
Und dann müssen wir gleich an der Seite weiterarbeiten, weil es so aussehen soll, als ob es weiter im Ei sitzt. Das heißt, an der Seite arbeiten wir weiter und machen hier nochmal jeweils zwei Zacken, malen wir nochmal ran. Also wir nehmen unseren Stift, hier so, und müssen einfach nochmal Zacken malen. Einfach so. Einmal Zack und noch einen Zacken. So, ja. Müssen wir den Zacken machen. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Umdrehen und dann wieder Zack, einen Zacken und noch einen Zacken. Und dann nehmen wir unsere Schere und schneiden das einfach nochmal ab, damit wir das richtig gut sehen können. So, hier rein den Zacken und hier auch nochmal. Eine Seite nehme ich auch schon fertig. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Wieder zick, zack und schwupps sind die Zacken aufgeschnitten. So, und dann haben wir schon mal das Ei angedeutet. Ja, dann sind wir schon mal soweit fertig. So, jetzt müssen wir an unserem Küken weiterarbeiten. Dafür nehmen wir mal, gleich zeige ich das, muss mal kurz hier was nachkleben, so. Achso, bevor wir an unserem Küken weiterarbeiten, müssen wir das jetzt mit weißem Papier bekleben, damit wir von innen das Küken bemalen können. Dafür haben wir ja hier weißes Papier und wir müssen wieder ein Stück mehr hier reinkleben, ja, damit es ein bisschen tiefer sitzt, unser Küken. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen messen. Wir nehmen unser Papier und halten es mal so ran, so mittig ungefähr, so. Und weil es ja ein Stück reingehen soll, das Papier, müssen wir wieder uns einen Stift nehmen und genau uns eine Linie machen. Ich zeige das gleich mal, so ungefähr, angesetzt an der Box. Das schneiden wir uns nämlich wieder ein bisschen auf. Schere nehmen. Ungefähr so hoch schneiden. Dann sieht es nämlich so aus. Und dieses Stück können wir nämlich dann hier gut reinschieben. Dann haben wir nämlich gleich ein Stück Papier mehr reingeklebt. Ja? So. Dann nehmen wir uns einfach mal unseren Kleber und machen hier mal Kleber drauf. So, schön Kleber drauf machen. Und hier das Papier, was gleich innen reingeklebt wird, machen wir von der Seite auch ein bisschen Kleber ran, damit es schön gut haften kann. So. So, dann nehmen wir unser Papier und schieben das jetzt einfach so rein. Das können wir dann richtig schön reindrücken. Und dann sieht es so aus und ist von innen schön geklebt. So, und alles, was überschüssig ist, schneiden wir bitte ab. Das brauchen wir nicht. Einfach abschneiden. So, schwupps, einfach alles abschneiden. So, jetzt ist unsere Dose nämlich rundherum schön mit weißem Papier beklebt. So, wir brauchen doch noch mal ein bisschen weißes Papier und zwar nehmen wir jetzt unsere kurzen Stücke, die wir uns abgeschnitten hatten. Die müssen wir nämlich jetzt auch noch mit weißem Papier bekleben. Dort, wo das Silberne ist, muss noch mal weißes Papier drauf. Also noch mal diese kurzen Stücke nehmen, Kleber drauf machen und noch mal auf weißes Papier bitte kleben. Ja, und den zweiten auch nehmen. So, das werde ich auch nämlich. Das sind ja sozusagen die Flügel, an denen wir gleich arbeiten wollen, dass die von beiden Seiten mit weißem Papier beklebt sind. Und wenn wir das geklebt haben, dann einfach ausschneiden nochmal. So. So, dann sind die nämlich auch schön mit weißem Papier beklebt. So. Dann haben wir nämlich jetzt unsere beiden Teile, die wir jetzt für die Flügel brauchen. So, das heißt, hier haben wir ja unsere Box. Und jetzt nehmen wir hier diese zwei Stücke und die müssen jetzt einfach erstmal
so fixiert werden mit einem Tacker. Einfach so nehmen und den Tacker nehmen und einfach mal festmachen. So, dass es einfach erstmal so dran ist. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite genauso. Einfach wieder nehmen, den Tacker nehmen, ansetzen und tackern. So, und dann sind die erstmal so weit dran. So, und jetzt müssen wir das ein bisschen gestalten, damit es auch wirklich so aussieht. So, dann legen wir uns das jetzt so vor, so, dass wir nämlich von der Innenseite arbeiten. So, als erstes arbeiten wir mal an unsere Flügel. Wir müssen jetzt so ein bisschen spitz die Flügel arbeiten, ja? Wir arbeiten jetzt hier an den einen Flügel. Den müssen wir uns jetzt so ein bisschen spitz machen, damit es wie ein Flügel aussieht. Ich zeige das gleich mal. So malt man sich das so ein bisschen hoch. So, und den anderen setzt man so ein bisschen an, damit man so ein bisschen die Flügel hat. So, hat man schon mal einen Flügel. Und das gleiche macht man auf der anderen Seite genauso. Macht man wieder so ein bisschen, schrägt man das so ein bisschen an. So, und auf der anderen Seite macht man das genauso. So. Und dann hat man sich schon mal die zwei Flügel aufgezeichnet. So, dann nehmen wir gleich mal unsere Schere und schneiden mal unsere Flügel zurecht. So, schwupps, und die andere Seite genauso. So, dann haben wir schon den ersten Flügel fertig. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Schere ansetzen und abschneiden, was zu viel ist. So, dann haben wir unsere Flügel schon mal in Form gebracht. Ja, das ist das erste schon mal. Jetzt müssen wir weiter an den Kopf des Kükens arbeiten. So, ich lege das mal so hin. So, jetzt haben wir ja hier schon eine Vorlage. Hier sind ja sozusagen unsere Flügel. So, und jetzt müssen wir einfach so ein bisschen uns einen Hals malen. Ich zeige das mal. So ungefähr. Von den Flügeln ab. So ein Stück Hals machen. Und dann muss einfach nur noch der Kopf gemacht werden. Und der wird so einfach so ein bisschen, na, so einfach so ein bisschen rund gemalt. So einmal rund herum. Ich zeige das gleich nochmal. So einfach miteinander verbinden. Dann ist der Kopf des Küken schon fertig. So, dann nehmen wir wieder unsere Schere und schneiden einfach den Kükenkopf aus. So. Einfach nehmen und schön ausschneiden. So. So, und schon sieht das Küken soweit fertig aus. So, jetzt wollen wir noch oben an den Kopf weiterarbeiten, an der Schale, die oben noch auf dem Kopf sitzt. Dafür haben wir noch ein Reststück übrig von unserem Milchkarton. Den müssen wir erstmal auch wieder das silberne mit weißem Papier bekleben. Also nehmen wir noch so ein Restpapier, was wir übrig haben, machen hier wieder Kleber rauf, schön, und kleben das aufs weiße Papier. So, schön raufsetzen. So, schön raufmachen, wieder ausschneiden. Und es ist nämlich schön mit beiden Seiten mit weißem Papier beklebt. So. Dann arbeiten wir noch am oberen Teil. Jetzt machen wir diese Schale hier noch fertig. Dafür haben wir dieses Stück und unseren Kopf. Wir nehmen das jetzt und legen den Kopf ein bisschen hier rauf. So, weil wir müssen uns das ein bisschen aufzeichnen. Und es muss ein bisschen größer werden. Also wir zeichnen nicht den Kopf ab, sondern so ein bisschen größer die Schale. Weil es ja wie so ein Hut werden soll. Also ich zeige das gleich mal. Wir nehmen den Stift und malen einmal so um unseren Kopf herum. Und zwar ungefähr circa so soll es aussehen. Ja, dass es ein bisschen größer ist. So. Und dann arbeiten wir in der oberen Hälfte weiter. So ungefähr die Hälfte. Dort müssen wir jetzt einfach, je nachdem wie wir das schön finden, malen wir uns so eine Zacken hin und her. Ja, ich zeige das mal. Also wir haben das ja hier.
So. Und dann machen wir uns einfach so ein paar Zacken. Ja, die können ein bisschen größer, ein bisschen kleiner werden, wie man das wirklich schön findet. So. So. Ungefähr so. Das kann sich jeder überlegen, wie er das schön findet. Und dann einfach die Schere nehmen und ausschneiden. So. Einmal ausschneiden. Wieder zacken. So, zick und zack. Und schwupps, sind die Zacken gleich ausgeschnitten. So. So, und dann ist schon der Schalenhut fertig. Ja, jetzt ist das Küken bereit, angemalt zu werden. Und ich habe das Küken sozusagen auch noch das Ei mit dem Küken in die Wiese rundherum gestaltet, mit einer Wiese sozusagen rundherum. Hier, es geht um den ganzen Karton herum. So, und wenn du das hast und wenn das Küken fertig gestaltet ist, dann machst du ganz zum Schluss, machst du noch den Eierhut darauf. Und da kannst du gucken, wie du das schön findest, wie es aussehen soll. Man kann es auch ein bisschen schräg dran machen. So, und dann setzt man es einfach so rauf. Dann nimmt man einfach den Tacker und tackert einfach den Hut mit drauf. Ja, und dann ist es fertig. Ja, dann ist mein Küken und ich, wir sind erstmal soweit fertig. Und ich hoffe, dass du jetzt richtig Spaß hast, dein eigenes Kükennest zu basteln. Denn mein Küken und ich würden uns natürlich genau auf dein Küken freuen. Schick uns doch bitte dein selbst kreiertes Küken unter dieser hier eingeblendeten E-Mail-Adresse vorbei. Denn alle Küken, die hier bei uns kommen, schlüpfen natürlich in unseren neuen Video rein und darauf würden wir uns total freuen. Ja, wenn du noch weiter Lust hast, mit mir zu basteln, dann geh doch einfach mal auf meine Playlist Osternest. Hier findest du noch eine Idee und du kannst dort basteln. Ja, oder abonnier doch einfach meinen Kanal, dann hast du immer die aktuellsten News. Ansonsten würde ich mich natürlich genau über deinen Daumen nach oben freuen. Okay, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.